Hallo, liebe Freunde des Rechts. IT-Rechtler kennen sich in erster Linie mit Jura und ein bisschen auch mit Technik aus. Es gibt andere, die kennen sich vor allem mit der Technik aus und sind dankbar für ein paar juristische Inputs. Algorithmen verstehen hat mich in der letzten Woche angefragt, wie eigentlich die Rechtslage ist, wenn zum Beispiel mit Brute Force ein Passwort ausgespäht wird oder wie im Fall von Thalia nicht nur eines, sondern eine fünfstellige Anzahl von Passwörtern einfach durch Ausprobieren ausgespäht werden innerhalb von wenigen Stunden. Und das ergibt eine interessante Kooperation. Das Ergebnis könnt ihr euch auf diesem Kanal anschauen. Ich möchte es nochmal aus der rein juristischen Sicht betrachten und dann aufzeigen, wo ich von der Technik nichts verstehe, was ihr dann bei dem da besser verstehen und nachvollziehen könnt. Die Frage, wer eigentlich haftet, wenn mein Passwort abhanden kommt, ist durchaus nicht so ganz einfach zu beantworten, weil im Gesetz keine Regelung dazu drin steht. Es gibt nämlich keine Rechtsfolge, die sagt, wenn ein Passwort weg ist, muss der Shopbetreiber, der das zugelassen hat, dafür haften, sondern es kommt tatsächlich auf die technische Frage an, inwiefern es eine Pflichtverletzung darstellt, wenn ein Brute Force Angriff erfolgreich ist. Und dann stellt man sich wiederum die Frage, wie viele Sicherheitsmechanismen sind denn notwendig? Denn juristisch gesehen habe ich ein Vertragsverhältnis mit zum Beispiel Thalia. Das ist der Onlineshop, um den es hier geht, der gehackt wurde. Und aufgrund des Vertragsverhältnisses, ohne dass das ausdrücklich drinsteht, habe ich Ansprüche, dass mein Vertragspartner zum Beispiel mit dem ihm anvertrauten Daten sorgfältig umgeht, dass er die notwendigen Sicherheitsmechanismen implementiert. Und da kommt dann die Fallfrage, ist ein Schutz gegen Brute Force eigentlich zumutbar und erforderlich? Ist es also eine Rechtsverletzung, wenn Thalia nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat, jedenfalls nicht vor diesem Angriff, um zu verhindern, dass diese Sachen abfließen? Denn es wäre zu kurz gesprochen, wenn man einfach nur sagt, naja, die Daten sind weg, also muss da schon irgendwas schiefgelaufen sein. Denn es gibt solche Angriffe, die vermeidbar gewesen wären und deswegen für eine Pflichtverletzung des Angreifers sprechen und andere, bei denen auch die besten Vorkehrungen vielleicht nicht hätten helfen können. Und das muss man genau betrachten. Das ist eben die technische Frage bei Brute Force. Gäbe es verschiedene Mechanismen, zum Beispiel Zeitverzögerungen, und das geht ein bisschen tiefer, wie man also es verhindern kann, dass man die eigenen Nutzer zu sehr belästigt und zu viel Informationen an die Angreifer damit übermittelt, andererseits aber verhindert, dass innerhalb von wenigen Stunden einige Hunderttausende, sogar Millionen von Kombinationen durchgespielt werden vom Server, ohne dass der das beanstandet. Deswegen kommen wir hier zum Ergebnis, dass Thalia womöglich Rechte verletzt hat. Ganz genau wissen wir es nicht, weil der Sachverhalt ist ja noch nicht vollständig aufgeklärt. Aber wenn innerhalb von wenigen Stunden eine fünfstellige Anzahl von Passwörtern betroffen ist, dann spricht das sehr stark dafür, dass wohl gar kein oder kein wirksamer Brute Force Schutz implementiert worden ist. Und das bringt uns zu dem Punkt, dass bei den vielen Hackerangriffen, auch mit Log4j, was wir ja kurz vor Weihnachten hatten, nicht jede IT ausreichend abgesichert ist und dass ein Angriff oder das Ausnutzen einer Schwachstelle dazu führen kann, dass auch Betreiber dafür haften. Manchmal wird bei der Gelegenheit eben erst sichtbar, welche Schwachstellen bestehen. Und insofern könnten Thalia-Kunden sich durchaus an Thalia wenden und Schadensersatz geltend machen. Und jetzt ist die Frage, was ist denn ein möglicher Schadensersatz, den man geltend machen kann? Jetzt sind wir bei der Frage der Schadenshöhe. Die meisten Shop-Betreiber haben irgendwo in den Geschäftsbedingungen eine Obliegenheit, die da vorsieht, dass der User verpflichtet wird, die Passwörter erstens nicht weiterzugeben, klar, aber vor allem eindeutige Passwörter zu verwenden, die nur hier und nicht woanders verwendet werden. Dem Thalia könnte es im Grunde genommen egal sein, ob ich das gleiche Passwort verwende, was auch bei Amazon verwendet wird. Es wird dann allerdings interessant, wenn bei Thalia mein Passwort ausgespäht wird und jemand damit dann bei Amazon einkaufen geht und dabei vielleicht sogar erfolgreich ist. Denn dann wäre Thalia für den Schaden, den der Täter bei Amazon erzeugt, womöglich haftbar. Es sei denn, er könnte sich auf die Obliegenheit im Vertrag berufen. Und da sehen wir jetzt den Zweck und den Unterschied von Obliegenheit im Unterschied zu Verpflichtungen. Thalia kann es zwar egal sein, aber wenn es darum geht, dass sich Thalia schützen will vor einem Anspruch des Nutzers wegen einer Pflichtverletzung von Thalia, dann kommt es darauf an, dass man Obliegenheiten einführt. Ein anderes Beispiel von Obliegenheiten sind im Versicherungsrecht. Wenn ich Versicherungsnehmer bin, habe ich die Obliegenheit, einen Schadensfall rechtzeitig zu melden. Tue ich das nicht und kommt es deswegen zu einer erschwerten Schadensregulierung, kann ich als Versicherungsnehmer meinen Anspruch verlieren.
Also die Verletzung von Obliegenheiten führen immer zum Anspruchsverlust desjenigen, der mit der Obliegenheit belastet ist. Und das ist der Unterschied zu einer Verpflichtung. Wenn ich beispielsweise verpflichtet bin, den Online-Shop nicht missbräuchlich zu verwenden, dann geht es darum, dass ich Talia nicht beschädigen soll. Die Obliegenheit hingegen ist eine Verpflichtung gegen mich selbst, sagt man auch, etwas, was also mich schützt. Und das hatten wir auch schon mal beim Thema Impfobliegenheit, was man im Gegensatz zur Impfverpflichtung einführen könnte, lediglich um Abwehransprüche des Betroffenen abzuwehren, abzumildern oder dazu zu führen, dass er wirtschaftlich schlechter gestellt wird, zum Beispiel bei Versicherungsansprüchen, bei einer Krankenversicherung. Aber zurück zu unserem Beispiel von Talia. Ich habe in die Geschäftsbedingungen reingeschaut und ich habe keine entsprechende Obliegenheit gefunden, weder das mit dem Passwort weitergeben noch mit dem eindeutige Passwörter verwenden. Das ist ungewöhnlich. Der Schaden könnte jetzt also einerseits durch einen Missbrauch bestehen, aber selbst wenn man nicht von einem Missbrauch betroffen ist, kann es Schadenspositionen geben, die ausgleichungspflichtig wären, zum Beispiel für den Aufwand, den man hat, um das Passwort zu ändern. Das wird jetzt wahrscheinlich kein so wahnsinnig hoher Schaden sein, aber es ist durchaus denkbar, dass durch einen Hacking-Angriff Aufwendungen entstehen, weil ich zum Beispiel meine gesamte Infrastruktur überprüfen muss. Beispielsweise, weil ich das Passwort noch woanders verwendet habe oder weil ich selbst verpflichtet bin, Sicherheitsmechanismen auszulösen und zu überprüfen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und dieser Aufwand, der kann durchaus als Schaden geltend gemacht werden. Das kann für Talia durchaus unangenehm werden, weil bei den fünfstelligen Nutzern, die betroffen und angeblich auch informiert worden waren, könnte ja durchaus jemand dabei sein, der auch einen substanziellen Schaden hat. In der Praxis ist das oft nicht der Fall. In der Praxis ist es oft so, dass von 1000 Betroffenen nur wenige irgendwie sich auch nur rühren oder sich gar beschweren. Aber immer wieder kommt es vor, dass der eine oder andere bei so einer 1000er Stichprobe dann doch zum Beispiel Unterlassungsansprüche geltend macht, zum Beispiel sicherstellen möchte, dass Talia in Zukunft dafür sorgt, dass solche Datenverluste unterbunden werden. Das haben die zwar erklärt, Olem gegenüber, da habe ich es nachgelesen, dass die in der Zwischenzeit Mechanismen eingeführt haben, die das verhindern. Und wenn man sich dieses Video von Algorithmen verstehen anschaut, dann kann man sich auch näher erklären lassen, wie diese Mechanismen aussehen und was da geboten ist und dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. In diesem Sinne, bleibt gesund.